Also hier nochmal der Studio von Kerngebau für Kerngebau. Geht mich eigentlich mit sowas nicht ab. Ich glaube auch, dass man davon entweder verrückt oder ein Ochse wird. Niu heißt Ochse. Also das ist gerade das Thema Bulin. Bulin heißt übersetzt Kriegswirren. Das scheint für Kung Fu Athleten was ganz Tolles zu sein. Tatsache ist ja so, dass wenn man in seiner Uridee bleibt, dann ist man ja geboren, dann bleibt man ja beim Guten. Und möglichst viel Köpfe wie Titel zu sammeln in Wulin ist dann ja gar nicht verstehbar und auch gar nicht nötig. Nun habe ich mich damit befasst. Also, sagen wir mal, Wulin Niu Te, Ochsentitel. Also da würde uns Wulin erreicht irgendwann jeden, früher oder später, durch Burutun machen, was man gesagt hat. Und dann wird man auf jeden Fall irgendwann Niu Te. Und man sehnt sich dann zurück wieder nach Shun Xiao, reine Pietät. Und die Pietät soll ja auch in den Riegen einziehen. Also nicht, dass die Riegen-Vorturner ihre Nachtturner Sohnemann nennen, aber vielleicht so ähnlich wie für den sein Vater seinen Sohn Schutzbefohlen zu empfinden. Das wäre dann in Shindong endlich wieder Huanglong. Also haben wir die Sinologie dazu aufgeschlüsselt. So, und dazu ist es ja soweit klar, auch wenn traurig, aber klar, bedarf es ja auch einer praktischen Lösung nach Fo Tang. Also, buddhistischer Anschauung braucht es ja immer eine praktische Lösung dazu. Und die ist dann, wenn wir jetzt sagen, Niu Te, bleiben wir jetzt bei. Aber Niu, erstmal ein großes Schriftzeichen. Erfüllt dieses Feld. Und Te kommt dazu mit ein kleines Schriftzeichen. Mit hier hinten im Rücken. So ein kleines Feld. T wird lau, steigt auf, geht weg, dann wird Niu lau. Niu ist wieder das erste Wort, Niu, T. So, also universell zeitgleich gesagt. Heißt ja nicht, dass ich mit jemandem zeitgleich sprechen muss. Sondern, dass wir es jetzt mal anschaulich, um es nicht nur artefaktisch vor uns zu legen, wie man ja Geräte, die man verloren hat, vor sich hinlegt. Also nicht vor sich, sondern ein Stück weiter vor sich. Und dann kommt die, füge ich jetzt mal einfach hinzu, die Taiji-Meister, die waren vor Kung Fu wegen der Verhärtung. Also, wenn ich diese Öffnung stirb endlich, dann ist es eine ganz harte Faust. Ich habe schon mein Leben lang gekillt und lebe eigentlich nur noch durch den höchsten Himmel und wundere mich, dass meine Sünden mich nicht einholen. Und habe auch gar kein Sündenbewusstsein, sondern habe nur ein heiliges Bewusstsein. In dem Moment wird Kerngedau wach und sagt, ey, weißt du, ein großes Schriftzeichen und ein kleines Schriftzeichen.
Wenn, ist das jetzt hart genug, ziemlich hart, wenn das große Schriftzeichen das kleine Schriftzeichen durchlaucht? Erfährst du Schengen Fu, Gnade, Gnade kannst du geben. Obwohl du dich so bewegst, dass der eigentlich tot wäre. Also außerordentliche Gnade. Nicht jemanden lassen, um ihn zu begnaden, sondern ihn tatsächlich zu begnaden. Das geht davon aus, dass in Märtyrerschaft drei Schriftzeichen zu, Swan und, habe ich jetzt vergessen, habe ich irgendwo hingeschrieben, sollte und Märtyrer. Swan, Märtyrer. Das ist das dritte Zeichen, dass man so ähnlich, ich schreibe immer ähnliche Zeichen immer zusammen. Soll man nicht machen, gibt richtig Ärger mit Sinologen. Für mich gehört sich das so eben wegen Sindung, wegen Schutzbefohlenheit, dass man nicht nur ein was reingibt, sondern dass er das auch für sich hat und versteht. Das ist bei uns in der BRD, wir sind da Pink CTU, wir sind verhasst, so üblich. Und wenn jetzt das kleine Schriftzeichen eingenommen ist, also Huina sakrilliert ist und genommen ist, dann hat es keinen Befehl mehr für den Angriff. Höchstens nur noch einen eigenen Befehl für die allerletzte Notwehr. So, das ist die Antwort von Kung Fu auf Tai Chi. Immer weich bleiben zu sollen. Sondern Kung Fu sagt, mal weich, mal hart, mal schnell, mal langsam, so wie es meine Intention fördert. Und zu einer Handlung, der hat irgendwie was geschändet, hat er das auch? Sonst sagt er, Mobui, das war nicht meine Intention. Dann war es vielleicht doch seine Absicht oder sein, er stand unter diesem Befehl oder er hat das in geistiger Umnachtung gemacht. Also deswegen sagt Kung Fu ein mehr als Tai Chi, eine Intentionsreinigung, dass man auch der Intention nicht verfällt, eben durch Xiang und Wo, dass man unterscheidet, infernal sich ausbreiten oder einnehmend sich ausbreiten, zu tarn, zu imperial ausbreiten, sich ewig ausbreiten, heißt nicht, dass ich mit anderen Leuten nur in Imperativ rede oder auch sogar noch einen fraglichen Imperativ hinterher tue, so als ob ich nichts getan habe. Das ist Weltanschauung in Kiangedao. Jetzt zum Beispiel, wir hatten es Niu Te, wollen wir jetzt in Wulin. Niu Te Wu. Jetzt ist Wu das große Zeichen und Lin das kleine Zeichen. Und Niu Te hat sich eingeordnet. Irgendwo auf dem Druckverhältnis auf dem Körper. Nicht verwechseln mit Akupunktur, sondern mit Druckverhältnissen. Linke Schulter, rechte Schulter, hoher Kopf, tiefer Kopf, linke Hüfte, rechte Hüfte. Irgendwo hat sich Niu Te eingeordnet. Wird doch fürchterlich genial, auch auf die Atmung und also würde dann, wenn wir wissen, wo der Punkt sich jetzt am Körper festgesetzt hat, eine Atmung auslösen und es durch drei Zeichen, Qiang, Ke, Dao, immer durchleiten, würde diese Atmung, diesen Zustand, IUT, auch tatsächlich auflösen, anstatt nur die Zeichen nur in Ambivalenz zu betrachten. Und dann die Erlösung abzunicken, sondern sich tatsächlich so zu bewegen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt wieder vergessen, weil ich hier so weit ausgeholt habe.
mir fällt das wieder ein, weil das echt wichtig ist für das ganze Verstehen. Und ich bin eben nicht so der super stabile Mensch. Und mir fällt das aber wieder ein. Das war mal Ihr Kerngedau-Studio für Kerngedau.